Jetzt habe ich noch so ein Thema, nämlich Diabetes. Das ist ja sehr weit verbreitet oder Allergien halt diese Richtung. Was kann man am besten tun gegen Allergien zum Beispiel jetzt? Ja, Allergien. Erstmal war Diabetes, dann nicht mehr Allergien. Warum wird der Körper allergisch? Weil ich einen Histaminspiegel im Blut habe. Die ganzen Leute haben allerlei für Allergien, ob jetzt Heuschnupfen, Ja. Tierallergie, Lebensmittelallergie, sind dann die anderen, was da, ich weiß, schwieriger sind, wie Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz oder so. Fructoseintoleranz ist schwieriger, aber erstmal frage ich, warum entstehen Allergien? Erstmal, wie kommen Allergien im Blut? Warum entstehen Allergene? Vielleicht ist ein Darm undicht, vielleicht nehme ich Giftstoffe, wir haben Löcher im Darm, Leaky-Effekt und so. Das sind mehrere Sachen, aber erstmal, selbst zum Thema Allergien, ich muss den Histaminspiegel runterfahren. Es gibt zwei Spiegel im Blut, Histamin, Histidin. Histaminspiegel fördert sofort Allergien. Histidin ist Magen-Darm-Trakt. Ich kriege Speiseröhrgeschwüre, Magengeschwüre, Darmgeschwüre. Und wenn ich sehe, dass ich ein OPC habe und OPC tut 92% aller Magengeschwüre verhindern, bedeutet, durch Aufnahme von OPC wird der Allergie runter, wird der Histaminspiegel runtergefahren. Sodass erstmal aber, so wie bei jedem, um eine Allergie wegzubringen, muss ich Quellen verhindern, Allergie wegzukriegen. Deshalb sage ich den Leuten auch, in dem Moment, wo ein Körper nicht arbeitet, reagiert er allergisch. Wenn ich weiß, im Winterschlaf, wenn du wächst mich auf, schiebe ich dich weg und es ist auch für mich eine Allergie, schiebe dich weg. So erstmal, damit ich die Allergie weg, muss der Körper im Leben sein. So bei jeder Krankheit, was man spricht, nicht Krankheit, Mangelzustand, was wir sprechen, erstmal Vitamin D3. Für Vitamin D3 schaffe ich, dass dein Körper erstmal läuft. Ja. Natürlich bewegt sich das Blut auch schnell, natürlich werden Allergene auch im Körper verteilt und konzentrieren sich auf den Platz. Und dann erstmal Vitamin D3. Zweitens OPC, so wie ich sage, OPC wirkt antiallergisch, tut Histaminspiegel runter, durch OPC haben viele Leute mit Heuschnupfen. Eine OPC-Kapsel schafft es nicht. Warum? Weil erstmal 5 Liter Blut erstmal dünn gemacht werden, müssen klebefrei machen. Aber ab 2, 3 Kapseln habe ich schon Erfolg. Ich habe auch Frauen gehabt, die haben Muskatkuchen gegessen, dann fängt sie an zu husten, habe Allergie, habe 3 OPCs habe ich gegeben und nach 40 Minuten, meistens 40, 45 Minuten, hat sie den Kuchen gegessen. Erstmal OPC, dann Vitamin C. Vitamin C ist auch antiallergisch und außerdem dann die homöopathische Mittel, was das sind für Allergie, ist Galfimia Glauca. Galfimia Glauca ist eigentlich das homöopathische zu Cetirizin, was die Ärzte halt verschreiben, das chemische Mittel. Galfimia Glauca, Potenz D6, 1 zu 1 Million, wirkt desensibilisierend, antiallergisch. Der Patient, die Symptome treten eigentlich für einen, ich weiß, Allergiker, was immer dieselben Symptome hat, soll homöopathisch sein. Wenn die Leute für Allergie was machen, nützt ja nicht das ein Mittel. Ich habe Krebs und nehme Ukraine von Russland und zahle 18.000 Euro und sterbe dabei, sondern das ganze Paket macht. Ich müsste erstmal Vitamin D3 Spiegel hoch, Vitamin C nehmen und OPC dann steigern und dann die homöopathischen Mittel. Und Leute, die Allergie haben, weil sie schlechte Darmflora haben, Löcher im Darm, die sollen mal erst auch ihren Darm sanieren. Und Darmsanieren passiert auch durch D3. Ohne D3 entsteht keine neuen Darmsorten. Eine Durchblutung von Darm, D3 OPC durchbluten Darm. Und außerdem dann Okubaka D3. Okubaka ist sowieso für allerlei für Allergien. Es gibt zum Beispiel multiple chemische Sensitivity, multiple chemische Syndrom. Die Leute sind so allergisch, dass sie nackt im Bett liegen. Selbst schon eine Kleidung auf der Haut beginnt die Haut zu nässen. Okubaka D3 hilft bei den meisten Leuten, was Allergie haben und von, ich weiß, Darmbereich, dass die Giftstoffe reingehen und vielleicht mit Vitabiosa den Darm schließen, den Leaky-Effekt. Und wenn das Leaky-Gut-Effekt geschlossen ist und Ding. Aber so wie ich sagte, allergiemäßig D3, OPC, Vitamin C und dann homöopathische Mittel, Galfimia Glauca, Okubaka und ich weiß, Darms, dann ist so, dass solange man nicht wie es Allergie, dann müssen auch 50 Striche und Tests. Und das sind noch andere Allergien wie Laktoseintoleranz. Milch würde ich sowieso nicht trinken, weil kein Lebewesen Milch trinkt. Aber ich habe eine Mutter mit dem 10-jährigen Sohn, ja, der muss unbedingt Milch trinken. Sei, weißt du was? Sagt dein Sohn, der soll 2 Wochen lang, 2, 3 Mal am Tag Milch im Mund nehmen und einspeichern. 2, 3 Minuten nach dem Rausspucken. Warum? Wenn ich jetzt Milch trinke, reagiert der Körper sofort allergisch, weil die Enzyme nicht da sind. Wenn ich aber Milch im Mund kriege, kriegt das Gehirn ein Signal, Achtung, jetzt kommt Milch. Wenn ich die Milch nur nicht schluck und Zeit lasse, ist so wie eine kleine Evolution. Nach 2 Wochen hat er Milch getrunken. Bedeutet in kurzer Zeit so eine Mini-Evolution der Körper. Okay, pass auf, da kommt Milch, produzieren Enzyme, zweite kommt wieder Milch, und dann wird das Gehirn genug Input kriegt, Milch, 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 da wird er die Lösung suchen. Und die Lösung ist, indem er die Enzyme herstellt, wo der Jugendliche gehabt hat, und der 10-jährige Sohn hat Milch getrunken ohne Allergie. Und wahrscheinlich, das kann man auch bei Fructose auch probieren, mal Obst im Mund nehmen oder ich war Obstsaft und rausspucken, da kann man trinken. Und das ist das. Wow. Aber ich sage immer, OPC ist das Beste für Allergien. Wenn du Allergie hast durch OPC, Histaminspiegel runter. OPC können fast alle nehmen. Was ihr aber aufpassen müsst, mit der auch im Blut, was da verschrieben werden. Bei Frischen wie Marcumar kann ich ja nicht 3, 4 OPCs rein. Aber